Hallo und herzlich willkommen zu Merlin Schaus Mods. Wir schauen uns in diesem Video an die Building Gadgets in der Version 2.6.8 vom guten Direwolf 20. Das Ganze in Minecraft 1.12.2. Da die Mod sehr umfangreich ist, habe ich das Ganze jetzt in zwei Videos aufgeteilt. Das ist das erste Video, das zweite verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Das erste Tool, das wir uns anschauen, ist das sogenannte Building Gadget. Ihr seht hier, das hat einen Energiespeicher. Ich habe hier einen Wireless Charger, damit haben wir damit keine Probleme. Gehe aber für das Ganze in den Survival Mode, dass ihr das besser sehen könnt. Okay, was macht das Building Gadget? Ich gehe mal ganz kurz auf einen Punkt und zeige euch das. Mit Shift Rechtsklick kann ich einen Block markieren, kann verschiedene Blöcke markieren. Teil-Entities, also Öfen, Chests und so funktionieren nicht. Ansonsten Zäune funktionieren, Fackeln funktionieren, ansonsten klappt das alles. Genau, ich platziere jetzt einmal hier den Block und zeige euch damit dann auch gleich mal den ersten Punkt, der für alle ungefähr gleich ist. Es gibt Keybindings dafür, die blende ich euch jetzt einmal ein. Ich werde die Standard-Keybindings benutzen und auch nur diese erwähnen. Aber es gibt auch ein Radialmenü auf der Taste G. Das ist für alle Gadgets ungefähr gleich. Wir haben immer den Kreis und dann Tasten außenrum. Die Punkte im Kreis kann ich einfach aktivieren, indem ich mit der Maus drüber gehe und G loslasse. Die anderen Punkte muss ich anklicken. Und dann fangen wir auch mit dem ersten Punkt schon mal an. Ganz links unten ist der sogenannte Undo-Button. Beim Building Gadget werden die letzten 10 Aktionen gespeichert, die man gemacht hat. Sprich, ich kann die ganz einfach mit Undo zurücksetzen oder mit der Taste U auch zurücksetzen. Der nächste Punkt ist der sogenannte Anchor. Ich kann das Ganze also am Platz, wo es gerade war, verankern und kann mir das von der Weite anschauen, ob das, was ich bauen will, auch Sinn macht. Mit der Taste H kann ich es wieder wegsetzen. Wenn ich es gesetzt habe mit H, kann ich es mit Rechtsklick durchführen. Genau, dann legen wir auch schon los mit den ersten Funktionen. Die erste Funktion ist Build to Me. Ist eigentlich ganz einfach, immer der Block, den ich anschaue, maximal 32 Blöcke entfernt, wird von dort zu mir gebaut, sprich in diese Richtung, von der Seite des Blocks bis zu meiner Position. Wenn ich jetzt nach links schaue, ich bin momentan ein Block links vom Baum, deswegen wird auch nur einer angezeigt. Wenn ich weiter nach links gehe, wird es mehr. Das Ganze funktioniert von oben nach unten, von unten nach oben, wenn ich fliegen könnte. Genau, und dann einfach mit Rechtsklick bauen. Und ihr seht schon, die Blöcke verschwinden natürlich aus meinem Inventar, die muss ich natürlich drinnen haben. So, die zweite Funktion, die wir uns anschauen, ist die sogenannte Vertical Column. Ja, ihr sagt, es ist ein Block. Nein, es gibt die Taste R, mit der kann ich, wie man unten sehen kann, Tool Range 2 bis maximal 25 hochgehen. Und mit Shift R kann ich ins Negativ, also runtergehen. Unter 1 springt er auf 25, über 25 springt er auf 1. Das gleiche geht auch über das Radialmenü mit den Tasten Plus Minus oder mit dem Schieberegler. Genau, ich stelle jetzt einmal auf 3. Also nichts Besonderes, nichts Außergewöhnliches. Die nächste Funktion ist genau das gleiche, nur waagerecht. Jetzt denkt ihr euch, ja, ich kann aber nichts sehen. Das liegt daran, er baut immer von dem Block aus nach vorne. Sprich, wenn ich jetzt hier drauf gehe, das zählt jetzt in dem Fall als Block, dann zeigt er mir das Ganze an. Ich stelle das Ganze mal ein bisschen größer. Dann seht ihr schon, er baut es immer von dem Block raus. Blöcke, wenn im Weg sind, die werden nicht ausgetauscht. Aber, also zum Beispiel Blumen werden hier ausgespart, wie ihr sehen könnt, aber Gras wird ersetzt. Alles, was man mit Rechtsklick mit einem Stein normalerweise ersetzen könnte, verschwindet. Gut, dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist die Vertical Wall. Wer jetzt gedacht, es ist eine vertikale Mauer. Da muss man allerdings jetzt beachten, gut, vorher noch zu sagen, wie vorher auch, Blöcke werden nicht ersetzt. Wenn ich den Block jetzt hier von oben anschaue, ich verankere euch das Ganze mal, dann seht ihr, die Mauer ist genauso breit wie hoch. Er platziert sie von diesem Punkt, die volle Länge nach oben, halbe Länge nach links, halbe Länge nach rechts. Wenn ich allerdings jetzt
auf die Seite eines Blocks schaue, dann platziert er das Ganze von diesem Block aus in jede Richtung gleich weit. Gut, der nächste Punkt ist im Prinzip genau das gleiche, heißt jetzt in dem Fall Horizontal Wall, ist aber letztendlich nichts anderes als eine Bodenfläche. Dann kann man auch hier nochmal kurz. Und hier zählt wieder genau das gleiche. Wenn ich es von oben platziere, ist es in der Mitte des Blocks. Wenn ich es von der Seite platziere, entsteht es von der Seite des Blocks. Dann kommen wir gleich einmal wieder zum nächsten Punkt. Stairs. Und das ist ein sehr schöner Punkt. Wer kennt es nicht, man baut eine Treppe. Können wir ruhig einmal auf die volle Größe gehen. Und man muss immer raus mit Shift, raus sneaken, Block setzen, wieder hochspringen, Block setzen, raus. Es ist eine Höllenarbeit, so eine Treppe zu bauen, vor allem in der Größe. Und geht hier wie nix. Ich kann das Ganze auch wieder... Ah, jetzt habe ich es verankert. Undo wollte ich machen. Genau, jetzt ist es wieder weg. Das geht von unten nach oben oder von oben nach unten zu mir. Wie gesagt, 32 Blöcke. Maximum. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist das sogenannte Grid. Und da muss ich jetzt erst einmal alle Tasten falsch drücken, die Größe runterstellen. Dafür gehe ich jetzt allerdings wieder in den Creative Mode. Das Ganze schauen wir uns nämlich am besten von oben an. Wir sehen hier jetzt eine Art Grid. Ich platziere jetzt einmal eins da, gehe dann eins schräg nach oben, platziere da eins, hol mir noch einen zweiten Block, mach dann das gleiche nochmal hier, ups, das war falsch, und hier. Und ihr seht, in kürzester Zeit habe ich ein sauberes Schachbrettmuster verlegt, absolut geniale Sache. Genau, bauen wir wieder zurück, dann hole ich mal wieder meinen Standardblock. So, was ändert sich jetzt also, wenn ich die Range hochdrehe? Wir haben hier jetzt zwischen den Blöcken immer genau einen Block Abstand. Hier bei 2 haben wir 2 Blöcke, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Wer hätte es gedacht? Und jetzt kommt aber was anderes. Ab 7 Blöcken habe ich wieder bloß einen Abstand von einem Block, aber das Feld ist größer. Jetzt geht es wieder hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke Abstand. Und dann geht es wieder weiter mit einem Block anstatt und das Ganze ist noch größer. Das Ganze kann man natürlich hochdrehen bis 24 bei 6 Blöcken Abstand und 25 ist dann das größte mit einem Block Abstand. Gut, dann drehen wir das Ganze jetzt nochmal runter. Und jetzt kommt nämlich eine spannende Sache, was das Ding absolut genial macht. Wenn ich mir jetzt eine Fackel schnapp und wieder nach oben gehe, dann schaue ich mal kurz F7 ein, Light Level Overlay. Und drehen auf Größe, also Vielfaches von 6, also 6, 12, 18, 24 und platziere jetzt einmal die Fackeln und dann werdet ihr gleich sehen, genau, es ist die perfekte Abstand, um Mob-Spawning zu verhindern. Wenn man also jetzt seinen Innenhof komplett ausleuchten möchte, nicht viel zu viele Fackeln setzen möchte, aber trotzdem soll alles ausgeleuchtet sein, dann einfach auf Größe 24 oder je nachdem stellen. Und dann haben wir mit einem Klick seinen kompletten Innenhof komplett ausgeleuchtet und verhindert Mobs spawnen, ohne dass man 40 Fackeln zu viel setzt. Genau, dann schaut man das wieder aus. Also wirklich geniale Funktion. So, und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Der letzte Punkt ist eigentlich so, wie man vom Builders Wand her kennt. Ich stelle jetzt bloß mehr auf eine normale Größe. Genau, ihr seht es schon hier. Ich kann hier einfach, je nachdem welche Fläche das ich einstelle, die Oberfläche austauschen. Die werden natürlich hier nicht ausgetauscht. Das Gras wird überschrieben. Wie gehabt. Genau, das Ganze funktioniert natürlich auch senkrecht. Ich kann also sagen, okay, ich habe hier eine spezielle Form. Die möchte ich weiterführen. Genau, da kann ich das einfach so machen. Okay. So viel schon mal zu den Grundmodis von dem Tool. Dann haben wir hier noch zwei auf der linken Seite und vier auf der rechten Seite, die wir uns jetzt nochmal anschauen werden. Und dafür nehmen wir uns einmal die Vertical Column und schnappen uns einmal ein paar Stairs.
Okay, das war falsch. Vielleicht der Wall nehmen. Machen wir so. Genau, wenn man jetzt schaut, die Blöcke schauen immer in eine bestimmte Richtung. Und zwar immer genau die Richtung, die ich am Anfang ausgewählt habe. Wenn ich allerdings jetzt aus irgendeinem Grund das speziell anders bauen möchte, dann bringt es eben nichts, mich zu drehen, weil die Blöcke ihre Orientierung behalten, sondern dann kann ich hier Mirror gehen. Dann wird das Ganze von links nach rechts gespiegelt. Wenn jetzt die Blöcke, die man verbaut, natürlich so stehen, dann bringt das Ganze nichts. Dann kann man es mit Rotate jeweils pro einzelnen Block weiter drehen. Wie gesagt, hier kann man spiegeln, hier nicht. Okay, so viel dazu. Dann schauen wir uns noch die Funktionen auf der rechten Seite an. Fangen wir an mit Place on Top. Ich nehme jetzt einmal die Horizontal Column und gehe hierher. Und ihr seht hier, wir haben Range von 3, aber wir sehen hier nur 2 Blöcke. Warum das Ganze? Ich habe hier Place on Top ausgeschaltet. Sprich, dieser Block ist der erste, zweite und dritte Block. Wenn ich das Ganze einschalte, muss man draufklicken, dann setzt er 3 Blöcke nach vorne. Na, falsche Taste. Weil er eben diesen Block nicht mitzählt, sondern er fängt erst bei diesem an. Interessant wird das Ganze, wenn man eine Treppe baut. Genau, hier haben wir bei Place on Top, da beginnt die Treppe quasi oder die erste Stufe über dem Block. Wenn man jetzt allerdings hier seine Wand hat und man möchte dort mit der Treppe anfangen, dann muss man da erstmal einen Block setzen oder man geht einfach hier auf Place on Top ausschalten, dann benutzt er diesen Block als erste Treppenstufe. So, die nächste Funktion ist das Raytrace Fluid. Da nehmen wir am besten einmal, oh, das war das Falsche, eine vertikale Mauer und schauen uns das Ganze hier an. Da habe ich natürlich schon eingeschaltet. Wenn ich jetzt die Mauer platziere, dann sieht man schon, er verdrängt das Wasser, ignoriert das Wasser und baut auf den nächsten Block, den er sehen kann, die Mauer auf. Wenn ich jetzt allerdings sage, ich möchte gern das Ganze zum Beispiel ein künstlich schwimmendes Haus auf dem Meeresspiegel, auf dem Ozean bauen, ohne darauf die Wasserblöcke, ja erst ohne von unten nach oben zu stacken und ohne die Wasserblöcke wegzumachen, dann kann ich die Funktion Raytrace Fluid benutzen. Hier erkennt er den Block Wasser als festen Block und baut das Ganze, wie wir es gerade gehabt haben, nicht ins Wasser, sondern eben auf den obersten Block drauf, sprich auf das Wasser drauf. Immer das Tool in der Hand halten, wenn man U drückt oder G drückt. Genau, wenn ich allerdings hier Place on Top nicht aktiviere, dann ist diese ganze Funktion sinnlos, dann funktioniert es nicht. Also es müssen dann, für diese Funktion muss auch diese Funktion aktiviert sein. Okay. Man kann das Inventar von einer externen Chest zum Beispiel auch als Inventar benutzen, um zum Beispiel was zu bauen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne aus diesen Treppenstufen was bauen, dafür gehen wir kurz in Survival, weil sonst cheatet das ja einfach rein. Ich möchte aus den Treppenstufen was bauen, habe diese aber nicht im Inventar, dann erscheint das Ganze ja rot. Wenn ich allerdings jetzt mit Shift-Rechtsklick auf die Kiste das als Inventar markiere, dann seht ihr schon, ich kann das Ganze bauen und die Items verschwinden aus der Kiste. Undo. Das Ganze funktioniert genauso mit dem Simple Storage Network. Da muss ich auf diesen Network Master klicken. Was haben wir hier drin? Hier haben wir alle Food drin. Und auch hier das gleiche. Er nimmt es aus der Kiste. Genauso funktioniert das Ganze bei Applied Energistics. Ich markiere wieder den Block. Schau rein. Cobblestone, okay. Und kann dann den Cobblestone aus dem ME-System benutzen. Ich muss mir quasi nicht diese Massen an Items, an Steine ins Inventar legen, sondern ich kann das einfach verlinken miteinander und kann wireless darauf zugreifen. Absolut geniale Sache, sehr schöne Funktion.
Laut Wiki oder laut Modder funktioniert das Ganze auch mit Refined Storage System. Allerdings konnte ich das jetzt so nicht überprüfen, weil in diesem Modpack in Sky Factory 4 ist dieses Refined Storage nicht installiert. Aber ich denke, das sollte genauso funktionieren wie mit Simple Storage und Applied Analytics und den normalen Chests. Okay, das war es auch schon mit dem ersten Tool. Dann schauen wir uns das nächste, das zweite Tool an, das Exchanging Gadget. Das Exchange Gadget, wer hätte es gedacht, tauscht Blöcke aus. Wie gehabt, einfach mit Shift-Rechtsklick den gewünschten Block markieren, mit Rechtsklick den Block austauschen. Genauso geht es rückwärts, tauschen wir das wieder zurück. Schauen wir uns hier das Menü an, im Grundprinzip das gleiche, Range 1 bis 25, Anchor, Mirror und Rotate ist uns bekannt. Und hier haben wir vier andere oder vier ähnliche Menüpunkte jetzt. Surface ist ganz einfach. Ja, ich benutze einfach die Oberfläche. Je nachdem, welche Größe das ich einstelle, kann ich eben austauschen. Ich kann zum Beispiel auch sagen, ich möchte jetzt nur diese Blöcke austauschen, möchte da eine Reihe nach vorne bauen. Können wir eigentlich direkt einmal machen. Jetzt muss ich allerdings den Block wieder setzen und muss das wieder zurücktauschen. Okay, der eine Block ist jetzt verloren. Egal, um das kümmert man sich jetzt nicht. Gut, der nächste Punkt ist Vertical Column. Ja, es ist einfach nur, ich stelle mal kurz runter, eine senkrechte Säule, oder wenn ich es am Boden mache, geht es von mir weg, also senkrecht von mir weg. Das gleiche funktioniert ganz genauso mit der Horizontal Column. Hier macht es das Ganze immer von links nach rechts. Wenn ich mich drehe, dreht sich das Ganze natürlich auch mit. Und der letzte Punkt, das Grid. Auch wie gehabt, kann man wieder mit der Größe, mit R die Größe einstellen. Auch wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke und dann fängt es wieder von vorne an und wird kleiner. Genau. Jetzt werden wir gleich sehen. Ich tausche jetzt diese Grasblöcke durch Cobblestone aus. Was passiert? Ich bekomme natürlich keine Grasblöcke ins Inventar, sondern nur Dirtblöcke. Das Ganze hat natürlich keinen Silk-Touch. Sprich, ich kann das Ganze jetzt auch nicht wieder rückgängig machen. Undo-Taste gibt es nicht, das wird so nicht funktionieren. Und ich kann es auch nicht rückgängig machen, weil ich eben kein Grasblock im Inventar habe. Ich kann das Ganze natürlich jetzt durch Erde ersetzen, indem ich wieder Shift-Rechts klicke und durch Erde ersetze. Genau das gleiche haben wir dann natürlich auch mit Kohle und Cobblestone. Ah, habe ich nicht im Inventar, ist eh klar. Genau, also wenn ich hier diese Kohleblöcke ersetze, bekomme ich nicht das Ore, sondern die Kohle. Und hier bekomme ich nicht den Cleanstone, sondern Cobblestone. Haben wir jetzt nicht gesehen. Gut, dann haben wir noch zwei weitere Funktionen an der Seite. Eigentlich sind es sogar drei. Werden aber bei Vertical Column hier nicht angezeigt, sondern bei Surface zum Beispiel wird es angezeigt. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Das ist die sogenannte Connected Surface. So ist richtig. Sprich, ich würde jetzt hier die Blöcke austauschen, stelle das Ganze mal ein bisschen größer. Schauen wir uns an. Genau. Jetzt seht ihr hier, alle Blöcke sind markiert. Die verbundenen und auch die, die extra sind, die sind diagonal verbunden. Wenn jetzt das Ganze Connected Surface aktiviere, dann tauscht er nur die miteinander verbundenen Blöcke aus. Wenn ich es deaktiviere, tauscht er einfach alle aus. Wenn ich jetzt wirklich komplett alle austauschen will, gehe ich auf den sogenannten Fuzzy Mode. Dann ist es ihm wirklich egal. Dann tauscht er auch die Grasblöcke aus, die Kohleblöcke. Egal was, er macht einfach die Form, die wir ihm vorgeben und tauscht die aus. Dann haben wir noch den letzten Punkt. Wieder der. Wo haben wir es hier? Raytrace Fluid. Genau. Ihr seht hier, er nimmt jetzt die Wasseroberfläche als Block und tauscht alles um den Block, also ums Wasser außenrum aus. Wenn ich das Ganze ausschalte, ignoriert er die Wasseroberfläche oder das Wasser als Block und geht einfach hindurch und tauscht den Block drunter aus. Das war es auch schon wieder zu dem Exchange Gadget. Absolut geniales Tool, vor allem zum Beispiel den Skyblock, Sky Factory, wenn man seine erste Base aus Holzbrettern, aus Holzslabs baut, dann muss man nicht später wieder abreißen, wieder aus Stein bauen und dann wieder abreißen, aus schönerem Material bauen, sondern ich kann das Ganze einfach austauschen.
Denn, ich habe es leider noch gar nicht gezeigt, hole ich jetzt nach, es ist okay. Also man braucht zwei Dias, man braucht Eisen, Redstone, Lapis, aber im Großen und Ganzen sind die Rezepte doch relativ okay. Ich brauche natürlich Strom, das ist ganz klar. Leider habe ich jetzt vergessen, deswegen hier nochmal ein kleiner Nachtrag zum Thema. Ich kann Grassblöcke, Coal-Ore-Blöcke und Cleanstone nicht austauschen. Das stimmt so nicht ganz. Es gibt noch die Möglichkeit, das Ganze zu verzaubern. Ich kann einfach das Exchanging Gadget und Silk Touch verzaubern. Okay, jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich kein Level habe. Kein Problem, machen wir es kurz im Creative. Und dann wechselt man wieder zurück. Genau. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich möchte gerne die Kohleblöcke, die Steinblöcke austauschen und bekomme dann auch diese. Ups, das war falsch. Gras funktioniert genauso und bekomme dann diese per Silk Touch ins Inventar. Ich kann das Ganze auch natürlich mit anderen Verzauberungen wie Unbreaking, Mending, Curse of Vanishing, Autosmelt, XP Boost und so weiter verzaubern. Und wie gesagt, das Ganze dann auch mit Silk Touch benutzen. So ist es richtig. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir dieses Video für heute. Teil 2, wie gesagt, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Wie immer, bitte gerne abonnieren, bewerten, kommentieren. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.